Die Ereignisse rund um das Kompaktverbot überschlagen sich wirklich von Minute zu Minute. Gibt es hier zig neue Erkenntnisse, neue Details, neue Strafanzeigen. Es hagelt hier wirklich an Ereignissen und wir versuchen mal nur die aktuellsten der letzten ein, zwei Tage hier ein bisschen zusammenzufassen. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und es geht hier nicht einfach nur um Kompakt und um das Magazin. Es geht hier um viel mehr. Es geht hier um Pressefreiheit. Es geht hier um Meinungsfreiheit. Es geht hier um den Staat und wie weit darf er eingreifen zum Schutz der Demokratie und der Verfassung. Es geht hier um ganz viele Themen gleichzeitig, ja. Und jetzt erstmal vorab eine ganz interessante neue Sache, die ich gesehen habe. Und zwar, dass jetzt auf 1, vielleicht kennt ihr die, das sind ja aus Österreich eben auch ein Portal und Nachrichtenmagazin. Und hier hat man jetzt eben Elsässer ein neues Format eingeräumt und gesagt, man wird ihm jetzt quasi solidarisch zur Seite springen, unabhängig von einzelnen Inhalten, mit denen man übereinstimmen mag oder nicht, wird man jetzt hier ein neues Format für Elsässer aufmachen. Das ist natürlich insbesondere deshalb brisant, da ja Kompakt eben in Deutschland ist und dort verboten wurde. Deswegen kann man ja auch nach wie vor aus dem Ausland beispielsweise auch die Inhalte verfolgen, weil in Spanien beispielsweise oder in Österreich ist ja Kompakt nicht verboten worden. Auf 1 wiederum ist ja ein österreichisches Magazin. Und jetzt ist die spannende Frage, inwieweit die Probleme bekommen könnten, wenn sie jetzt den Elsässer featuren. Wiederum muss man ja sagen, ist das, dass Elsässer selbst ja kein Verein ist und auch keine GmbH, sondern eine natürliche Person, keine juristische und somit diese Verbotsverfügung ja auch nicht für Elsässer selbst gelten kann. Also nur weil jetzt ein Magazin verboten wurde, heißt es ja nicht, dass man einem einzelnen Menschen die Meinungsfreiheit jetzt auch wegnehmen kann. Das wäre ja offensichtlich verfassungswidrig. Es gab aber jetzt schon die ersten Kommentare, die ich auch auf X gesehen habe, von einem sehr jungen Mitarbeiter von Kompakt, der auch in den Videos dort immer wieder in letzter Zeit aufgetreten ist, dem jetzt auch schon einzelne TikTok-Videos gesperrt worden sind, obwohl er dort ja nicht jetzt mehr im Rahmen von Kompakt aufgetreten ist, sondern einfach nur selbst weiter Videos gemacht hat. Das heißt, man sieht schon, dass das wirklich weitreichende Kreise mittlerweile zieht. Und jetzt gibt es aber zahlreiche Klagen, auf die gehe ich jetzt noch ein bisschen ein. Vorher möchte ich aber jetzt noch mal kurz auf diese Verbotsverfügung zu sprechen kommen. Es ist schon krass und man muss hier zwei, drei Sätze noch verlieren dürfen. Einer der hauptbrisantesten Punkte auf Seite 66 hier, der dreht sich jetzt nämlich um diesen Hausmeister oder einen Menschen, der hausmeisterähnliche Tätigkeiten übernommen hat für Kompakt, jedenfalls laut dem Verbot hier, und der eben auch gegenüber Habeck in privater Nachricht an Elsässer Folgendes gesagt haben soll, hier, und das ist jetzt eben ein Beweis laut des Innenministeriums dafür, dass eben dieser Herr Paasch von Jürgen Elsässer indoktriniert wurde, verfassungsfeindlich, ja. Ich weiß nicht, inwieweit die private Äußerung eines Menschen gegenüber einem anderen irgendwie öffentlich eine Rolle spielt, weil man kann ja daher, was jemand privat mal irgendwie gerade sagt, in seiner Laune, noch nicht direkt eine Absicht irgendwie wirklich ableiten. Also das finde ich schon äußerst brisant. Ebenso sieht das auch hier der Matthias Brotkorb von der SPD, der gerade hier in der Berliner Zeitung einen Gastartikel geschrieben hat, wo auch nochmal der Volker Böhmer-Nessler hier zu Wort kommt, der am Ende sagt, dass spätestens beim Verfassungsgericht das ganze Thema hier gekippt werden könnte. Und jetzt muss man die spannende Frage stellen, ne? Bis zum Verfassungsgericht ist es ein weiter Weg.
Und ich weiß mittlerweile, ne, aus eigener Erfahrung, wie lange immer diese Verfahren dauern können. Ich verfolge das Ganze natürlich sehr intensiv mit, was meine Freundin betrifft, die dazu gestern übrigens ein Video hochgeladen hat. Für alle, die das mal interessiert, worum es eigentlich bei diesem ganzen Verfahren auch ging, hat sie das Ganze hier sehr schön mal dargestellt. Und auch hier gibt es ja mehrere Verfahren, mittlerweile mehrere Gerichte, die involviert sind, ja. Und das Interessante ist, dass das jetzt schon fast 2 Monate dauert. Und jetzt muss man Folgendes sagen. Bei Compact, egal ob das jetzt irgendwann gekippt wird, der Schaden ist schon da. Ja? Der Schaden ist ganz konkret schon da und ist auch nicht mehr einfach so rückgängig zu machen. Ne? Und das ist das Krasse. Und vielleicht könnte man jetzt mutmaßen, ist das das Kalkül gewesen des Innenministeriums? Zu sagen so, selbst wenn dieses Verbot gekippt wird, dann haben wir ja trotzdem erstmal, wie Nancy Faeser selbst gesagt hat, einen starken Schlag hier verpasst. Das könnte natürlich insbesondere bei der ein oder anderen Landtagswahl auch relevant sein, wenn man vorab ein sehr Reichweitenmagazin den Stecker zieht. Ja, vielleicht war es einfach nur die Spekulation. Und das ist halt eben das Brisante, weil an sich muss ich schon sagen, diese Verbotsverfügung an sich, ja, da sind echt geschmacklose Sachen drin teilweise, ja. Also ich sage ganz bewusst teilweise, weil es sind auch Sachen drin, die inhaltlich, wo man einfach zustimmen kann. Es sind aber auch andere Sachen drin, wie zum Beispiel das, was ich gelesen habe über die Nationalmannschaft und so und was da irgendwie 2022 gesagt wurde, von wegen, ja, Japan ist Gruppensieger geworden, eine Mannschaft ohne einen einzigen Ausländer. Ja, da muss ich ja sagen, lieber Herr Elsässer, auch Deutschland hat keine Ausländer in der Nationalmannschaft. Ja, auch das, ja, mag einem passen oder nicht, aber das hat man gefälligst zu akzeptieren, dass Menschen, auch wenn sie eine andere Hautfarbe haben oder wenn sie eine andere Ethnie haben, auch deutsch sind. Ja, egal ob sie und sagen, in Deutschland geboren sind oder ob sie zum Beispiel irgendwann ab einem gewissen Punkt die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Das sind Menschen, die, wenn sie sich auch gut integrieren und die Staatsbürgerschaft bekommen, die auch deutsch sind. Und dass man da so eine Trennung macht, das ist schon so eine teilweise Stellen, wo es einen im Magen umdreht. Aber das ist nur meine persönliche Sichtweise. Und die Frage, die ja hier sich stellt, ist, muss eigentlich eine Gesellschaft und eine Demokratie das aushalten, wenn Leute solche geschmacklosen sozusagen Äußerungen tätigen? Und meiner Meinung nach, ja, muss es. Weil sonst, wozu gibt es sonst die Meinungsfreiheit? Ne? Weil, schaut mal, nehmen wir mal an, wir haben jetzt hier so einen großen Kreis. Ja? Und die Meinungsfreiheit, die definiert sich ja ganz außen an den extremsten Ansichten, die jetzt zum Beispiel in einer Demokratie eben getätigt werden von den Leuten. Und wenn man jetzt sagt, zum Beispiel nur das, was dieses Magazin gemacht hat, ne, das ist jetzt zu extrem, ne, das verbieten wir jetzt, dann wird ja dieser Kreis in dem Moment ein bisschen kleiner. Und automatisch rutschen diejenigen, die jetzt laut der Definition der Innenministerin, ja, die ohne Verfassungsgericht, ohne Oberlandesgericht, ohne weiteres selbst dieses Verbot hier verfügt hat, ne, die definiert dann auf einmal, okay, die darunterliegenden sind jetzt am äußeren Rand von dieser Meinungsfreiheit-Kugel. Und irgendwann sagt dann die nächste Regierung, ja, okay, die werden wir jetzt auch verbieten. Bumm, und schon ist der Kreis wieder ein bisschen zusammengegangen. Der wird immer kleiner, der kann gar nicht wieder größer werden. Ja? Die Grenze des Sagbaren wird immer kleiner und kleiner und kleiner. Und irgendwann sind es dann vielleicht Apollo News oder News, ja, oder vielleicht die ein oder anderen YouTube-Kanäle, die auf einmal zu extrem sind und verboten werden. Ne? Und irgendwann ist man an dem Punkt, wo man sagt, na gut, Meinungsfreiheit brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr, weil wenn nur noch die Meinungen sowieso toleriert sind, die irgendwie sich um den kleinen Konsens bilden, den wir als normal definieren, na gut, dann brauchen wir auch das Meinungsfreiheitsthema gar nicht mehr. Ja, dann haben wir alle die gleiche Meinung. Ne? Und das ist das Problem. Und deshalb müssen wir meiner Meinung nach als Demokratie das aushalten. Und jetzt ja, muss vor allem die Regierung und Nancy Faeser natürlich auch die ganze Gegenwehr aushalten, die jetzt kommt, in Form von ja, den ein oder anderen Klagen. Insbesondere hier zum Beispiel, nehmen wir jetzt gerade mal Apollo News, über den habe ich gerade geredet. Ja,
die ja regierungskritische Artikel verfassen immer wieder und die auch Fragen hatten hier ans Innenministerium, die nicht beantwortet werden. Es gibt aber in Deutschland Presserecht und deswegen verklagen die jetzt Nancy Faeser. Unter anderem hatten die Fragen gestellt, nämlich, wie kann es eigentlich sein, dass nur einige Minuten, nachdem Elsässer im Bademantel die Tür geöffnet hat, ja, schon große Medien, nicht nur mit Schlagzeilen, sondern mit langen, mühevoll vorbereiteten Artikeln eben online gegangen sind. Also das heißt, irgendjemand hat ja schon davon gewusst vorab und hat schon lange, lange Artikel dazu schreiben können. Und das wollte jetzt die Frau Faeser nicht beantworten und deshalb geht jetzt Apollo News dagegen vor. Da bin ich gespannt, ob da was kommt und wie lange es dauert. Und jetzt gibt es aber auch Anzeigen von Elsässer und seiner Frau selbst über den Rechtsanwalt Dirk Schmitz. Das sind auch jetzt schon Dokumente, die überall im Internet kursieren. Ja, hier sieht man direkt adressiert an den Generalbundesanwalt, ne? Anzeige gegen Unbekannt, und zwar genau wegen dieser Umstände, Verletzung der Dienstgeheimnisse, wer hat hier was durchgestochen und wie kann es sein und so weiter. Ganz brisant an dieser Stelle, es gab ja auch im Rahmen der ganzen Reichsbürgergeschichten ähnliche Anzeigen und Klagen, und da wurden aber die Ermittlungen ja ziemlich schnell eingestellt, weil es eben hieß, ja, man kann diese Person, die jetzt das durchgestochen hat, gar nicht mehr ermitteln, weil es gab einfach so viele Leute, die das wussten und die das eben weitergegeben haben könnten. Von daher, tut uns leid, wird nicht ermittelt mehr. Also mit dieser Argumentation könnte man ja einfach sagen, kann man es ja jedes Mal dann so machen. Man sagt es einfach nicht mehr nur so ein, zwei, drei Leuten, die darüber Bescheid wissen, ja, sondern es weiß einfach jeder von Anfang an. Dann kann es auch jeder durchgestochen haben. Da brauchen wir auch von Anfang an gar nicht mehr ermitteln. So, das ist halt auch, finde ich, ein bisschen zu kurz, ja. Und jetzt gibt es noch eine weitere Anzeige, die finde ich am allerbesten, muss ich sagen. Und zwar hier von Rechtsanwalt Gordon Pankalla, und zwar wegen Schadensersatz. Aber der hat gar keine Beteiligung oder so am Kompakt-Magazin, außer dass er Kunde ist. Und zwar zeigt er auch hier, ne, ganz brav seinen Überweisungsbeleg. Er hat nämlich dieses Magazin abonniert und 70 Euro gezahlt oder 69,95. Und das bekommt er jetzt ja gar nicht mehr, die ganzen Ausgaben, weil ja Kompakt verboten ist. Und jetzt will der Herr, wie heißt er nochmal, nicht Krupalla, sondern Pankalla, will seine 40,80 Euro, die jetzt noch ausstehen, zurückhaben, und zwar von Nancy Faeser, also von der Bundesrepublik Deutschland, Schadensersatz jetzt einklagen. Und jetzt, das ist ein ganz spannender Fall auch, wenn er jetzt hier Recht bekommt, ne, dann ist das ja ein spannender Präzedenzfall, weil dann kann eigentlich jeder andere Kunde auch Schadensersatzforderungen stellen hier. Ne? Nicht an Kompakt, weil die dürfen ja nicht mehr weiter ihre Dienstleistung erbringen, sondern eben auch hier eine Strafanzeige stellen. Und auch seine Begründung, was jetzt die Verbotsverfügung und so weiter angeht, dass man eben hier die GmbH auf einmal zu einem Verein macht und so, das finde ich auch sehr, sehr, sehr schlüssig, was er hier schreibt, und sehe ich ganz ähnlich, ja, obwohl ich ja selbst kein Rechtsanwalt bin. Ich habe mehrere Gesellschaften, also sozusagen GmbHs in meinem Leben schon gegründet, und ich kenne aus der Praxis den Unterschied zwischen einer juristischen Person und einer natürlichen Person, und ich weiß mittlerweile, was das auch rein von der Sache her bedeutet und wie sich das anfühlt, weil ich es selber gemacht habe. Und wenn ich einen Verein gründen will, dann gründe ich einen Verein. Der muss nicht eingetragen sein, aber dann habe ich einen Vereinsbeschluss und einen Vorstand und so weiter. Und das ist was anderes als eine GmbH. Ja, sorry, aber egal, auf, wenn es jetzt im Gesetz so steht, man kann theoretisch auch, und das, darauf beruft man sich ja, eine GmbH als Verein sehen. Aber wo ist dann da der Vereinsbeschluss, wo dann der Vorstand gewählt wurde und so weiter? Ich bezweifle, dass man damit tatsächlich durchkommen wird. Mit meinem juristischen Laienwissen sage ich natürlich ganz ehrlich dazu. Aber nochmal, was sagt das über Nancy Faeser aus, wenn sie das alles mit einkalkuliert hat? Also das ganze Medien-Tamtam, den ganzen Trubel, all das, wenn sie sagt, jawohl, es könnte sogar sein, dass das gekippt wird, aber das Risiko gehe ich ein, Hauptsache ich verpasse jetzt erstmal den Schlag,
dann müsste ich sagen, okay, starker Move der Innenministerin, das dann trotzdem durchzuziehen. Aber es sagt dann schon so einiges über ihr Verfassungsverständnis und ihre Demokratieverständnis aus, dass sie dann dieses Risiko trotzdem eingeht, ja, als Innenministerin. Und ich sehe es genauso wie der Staatsrechtler Herr Nessler, ja, dass spätestens, also es gibt mittlerweile sowieso genug Gründe, meiner Meinung nach, ja, aber spätestens, wenn dieses Verbot gekippt würde, müsste Faeser zurücktreten. Ja. Und dann bringt es auch nichts, dass Kubicki und so immer mal wieder was da sagt und sagt, ja, das geht nicht und Frau Faeser muss zurücktreten. Im Bundestag ist er dann komischerweise immer ganz leise wieder und hetzt nur gegen die AfD und so. Ja. Aber dann muss auch irgendwann mal Scholz und Justizminister Buschmann und so weiter, müssen die sich auch mal irgendwann einklinken. Aber das ist alles nur meine Meinung.